Wir zeigen euch heute den Aufbau der Weber Expert Serie Autolift 6.0, einer 2-Säulen-Hebebühne. Die Säulen müssen unbedingt gegen versehentliches Umstürzen gesichert werden. Ermitteln Sie den richtigen Abstand der Säulen, indem Sie das U-Profil anlegen. Sind die Säulen richtig ausgerichtet, müssen diese fest im Boden verschraubt werden. Danach schrauben Sie die Elektromagnete in die Hubsäule ein. Stecken Sie dann die Sicherheitsraste auf den Kolben des Elektromagneten und befestigen die Sicherheitsraste mit der Schraube und dem Halteclip. Dann heben Sie die beiden Hubtische auf gleiche Höhe an, bis sie von der unteren Sicherheitsraste gehalten werden. Nun wird der Hydraulikschlauch durch die Öffnung in der Steuersäule geführt. Im Anschluss geht es mit den Gleichlaufseilen weiter. Hierfür sollte man auch das Schema in der Bedienungsanleitung beachten. Nachdem Sie das Seil über die obere Umlenkrolle gelegt haben, drehen Sie die angeschraubte Platte, um ein Abrutschen zu verhindern. Um die Seile über die unteren Rollen zu legen, demontieren Sie die Halterung der Abdeckungsbänder und versetzen den Hubzylinder. Nun können Sie ohne Probleme das Seil über die Rolle legen und den Zylinder zurückheben. Da auf der Seite der Steuersäule auch der Zylinder verhoben werden muss, entfernen Sie zuerst die Hydraulikverbindung. Legen das Seil über die Rolle und führen es nach oben. Dort sichern Sie es mit den zugehörigen Muttern. Für das andere Seil wiederholen Sie die Vorgänge. Sind die Seile verlegt, kann das Verbindungsstück für die Hydraulik wieder montiert werden. Nutzen Sie Gewindedichtungsband zum Abdichten. Danach können Sie den Hydraulikschlauch anbringen. Bevor Sie die Hydraulik zu Ende anschließen, befestigen Sie die Steuerung. Und verbinden Sie die Magnetschalter per Steckverbindung. Die Kabel für die Endschalter führen Sie am Hydraulikzylinder rechts und links vorbei und befestigen Sie mit Kabelbindern zur besseren Fixierung. Die Kabel führt man durch das U-Profil zur anderen Säule und fixiert sie dort ebenfalls. Danach montieren Sie den Hydraulikschlauch und verbinden die Säulen miteinander. Nun hängen Sie die Hydraulikpumpe ein und verschrauben diese mit der Hubsäule. Der Hydraulikschlauch wird an die Pumpe angeschlossen. Demontieren Sie das Magnetventil und schließen Sie die Kabel an.
Setzen Sie danach das Magnetventil wieder zusammen und montieren es an der Hubsäule. Entfernen Sie die Abdeckung der Anschlussbox des Hydraulikpumpenmotors und verbinden Sie das vieradrige Kabel mit den Kontakten des Elektromotors. Das Kabel für den oberen Endschalter führen Sie durch die Öffnung in der Hubsäule. Nachdem der obere Endschalter justiert wurde, wird das Kabel angeschlossen. Durch Umdrehen der Rolle erreicht der Endschalter exakt seinen Anlaufpunkt. Verschrauben Sie den Endschalter an der Säule. Der untere Endschalter wird von außen an die Säule geschraubt. Danach wird der Deckel des Schalters abgenommen, um die Kabel anzuschließen. Es ist darauf zu achten, die Kabel nach ihren Bezeichnungen am Schalter anzubringen. Nun montieren Sie die Abdeckung wieder. Um die Kabellänge zu kürzen, fixieren Sie diese mit Kabelbindern an den Elektromagneten. Nun kann man das Hydrauliköl in den Öltank füllen. Lassen Sie den Stromanschluss von einem Elektrofachbetrieb auflegen. Um die Tragarme zu montieren, entnehmen Sie die Bolzen und fetten die Führung ein. Anschließend können die Tragarme eingesetzt werden und mit den Bolzen gesichert werden. Nun können die Gleichlaufseile etwas nachgespannt werden. Dann wird die Führung für den Hydraulikschlauch an der Hubsäule verschraubt. Nun schmieren Sie die Hubsäulenprofile und die Seile mit Mehrzweckfett. Um den Verschleiß zu minimieren und ein ruckelfreies Arbeiten zu garantieren, sollte dies regelmäßig geschehen. Das Überfahrblech kann aufgelegt und verschraubt werden. Die Kabelabdeckungen und die Abdeckungen für die Elektromagneten können Sie nun auch montieren. Zur Montage der Abdeckungsbänder lassen Sie diese von oben durch den Hubtisch gleiten. Unten schiebt man die Halterung durch das Abdeckband und montiert diese am Säulenfuß. Oben wird das Abdeckband ebenfalls mit der Säule verschraubt. Nachdem die Tragteile eingesetzt wurden, sind sie mit dem Aufbau der Hebebühne fertig.